Leute, ich habe hier einmal gefüllte Zwiebeln und jeder sollte das einmal probiert haben. Ich habe hier schon mal meine zwei Riesenzwiebeln, die werden erst geschält. Meine Augen brennen einfach schon vom Schälen. Die werden einmal bis zur Hälfte eingeschnitten und werden dann für 10, 15 Minuten gekocht. So, dann machen wir uns an die Füllung. Ich habe hier schon mal mein Hackfleisch. Der ist noch ein bisschen gefroren, aber ist nicht schlimm. Hier kommt jetzt ein halbes Glas Bulgur dazu und ein halbes Glas Reis. Das Ganze wird natürlich ordentlich gewürzt. Tomatenmark und Paprikamark kommen auch dazu. Der Teig wird jetzt ziemlich kalt und unangenehm. Die Füllung ist auch schon fertig. Ich habe einfach fast den Knoblauch vergessen. Die Zwiebel lasse ich aber bewusst aus, da ist genug Zwiebel dran. So, die Zwiebel lässt sich jetzt auch richtig gut trennen. Hier kommt jetzt so ein Klecks von der Füllung in die Zwiebel und dann wird sie einfach gerollt. Die großen Zwiebelblätter könnt ihr einfach halbieren. Dann befülle ich einfach, die bleiben jetzt halt offen, ist nicht schlimm. Ich mache hier noch eine Soße aus Tomatenmark, Salz und Wasser. Das darf jetzt einmal in den Backofen. Wie bei allen anderen Gerichten auch, brauchen wir hier Joghurt. Aber mit Knoblauch, ohne können wir es nämlich komplett weglassen. Etwas Salz ist auch mit drin. Ich würde sagen, wir servieren das jetzt richtig fancy. In solchem Restaurant die Soße auf den Teller schmieren, zahlt ihr automatisch 10 Euro mehr. Wir kommen zum Taste-Test, Leute. Upsi. Ups. Also fancy ist nichts für mich, mir ist gerade eine runtergefallen. Gönnt euch, Leute. Viel Spaß beim Nachmachen, Leute. Es ist richtig lecker geworden. Und nicht vergessen, ihr könnt jeden Tag eine Stimme für die TikTok Awards abgeben.